Hallo, guten Morgen, Servus. Grüß euch. Ja, bei mir steht der erste Schnitt 2020 an. Mähwerk, das Fahrkeim 20 ist angehängt. Zugmaschine ist der MF254, wie immer. Und ich würde sagen, hoffen wir, dass alles gut geht und los geht's. Ja, die Wiese ist schön gewachsen, wie ihr seht. Na, da fahre ich mit dem anderen entlang.
So. Ja, der Schnitt ist bei dem Teller, den ich drin habe, natürlich sehr niedrig. Das ärgert mich selber mal. Irgendwann einmal wollte ich mal ein anderes Mähwerk kaufen. Mit anderen Tellern. Oder die Teller mal austauschen gegen andere. Geklappt hat es jetzt gut, wie ihr seht. Da hinten hat es ein Problem gegeben. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich da reinfahre. Hier die Fläche, die war ja mal bebaut. Oder mehr oder weniger mal bebaut. Da stand hier so ein Stall oder was das war. Dementsprechend, jetzt haben wir es zumindest so weit vorbereitet, dass man es so mal mähen kann. Jetzt habe ich aber gesehen, dass hier auch wieder so ein Betonsockel drin ist. Die gehört unbedingt mal raus oder abkaut. Da arbeite ich mir auf Dauer meine Messer auf. Ja gut, die Messer, die muss ich jetzt mal tauschen, das ist wurscht. Nein, da habe ich ein bisschen hier Gras angesät. Normalerweise gehört hier Humus drüber. Humus drüber. Und dann könnte man hier gescheit was anpflanzen. Weil jetzt ist es ja bloß ein Steinboden, wo alles Mögliche wächst. Muss man da mal schauen. Hier ärgert es mich einmal. Ich lasse hier immer, wenn ich in die Richtung fahre und dann beim Zurückfahren, vergesse ich immer so leicht so einen kleinen Streifen, wo immer noch was stehen bleibt. Ehrlich gesagt, das habe ich noch nie hingekriegt. Das habe ich noch nie so richtig geschafft. Den kleinen Streifen da mitzumähen. Ja, schauen wir uns mal die Messer an. Wahrscheinlich sind die jetzt eh schon wieder so, dass man es einmal tauschen müsste. Jetzt drehe ich erstmal das Mähwerk um. Wie die Messer ausschauen. Audi. Oh ja, die gehen noch. Die schauen ja noch ganz gut aus sogar. Ja, also da fehlt jetzt nichts. Die Messer muss ich noch nicht tauschen. Die kann ich so, ja, die kann ich so wieder weiternehmen beim nächsten Mal im Mähen. Jetzt kommen die ganzen Vögel. Sogar ein Storch kommt manchmal her, ist ganz schön anzuschauen. Der findet dann immer die ganzen Frösche hier drin, nachdem ich gemäht habe. Heute war er jetzt nicht hier beim Mähen. Ab und zu ist er mal beim Mähen dabei. Ja, Mähwerk wird abgehängt. Brauche ich erst einmal nicht mehr. Ich bin fertig. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.